setzen. Dann nehmt bitte Platz. Wir wollen jetzt zum letzten Mal heute loslegen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, liebste Fricker. Dies ist eine Veranstaltung, auf die wir uns sehr gefreut haben, im Rahmen von 200 Jahre Karl Marx und 80 Jahre Fricker Haug. Und wir sind sehr gespannt auf die Diskussion und auf unsere drei Kolleginnen und Kollegen. Frigga habe ich kennengelernt, das wurde von Wolf Haug schon von vorhin angesprochen, über die Literatur, über das Automations- und Qualifikationsprojekt. Ich war damals Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall und zuständig für die CNC und Technologieentwicklung, und es gab diese berühmte Polarisierungsthese des SOFI auf der einen Seite, die sagten, alle Facharbeiter oder nur wenige bleiben übrig und alle anderen werden Knöpfchendrücker. Und Frigga, zu unserer großen, das war die kämpferische und ist es noch, das kämpferische Subjekt, ich sage nicht revolutionäres Subjekt, das kämpferische Subjekt in der Metallindustrie. Und Frigga hat dagegen gesprochen.
Und sie hat recht behalten. Sie hat damals für uns sehr, sehr befriedigend gesagt, auch wenn automatisierte CNC-Maschinenprozesse laufen, in der Maschinenherstellung, in der Metallbearbeitung, müssen die, die vielleicht eineinhalb Stunden da stehen und nichts tun, außer beobachten, aber dann, wenn der Crash kommt, dann müssen sie wissen, wie die Maschine funktioniert, wie das Material funktioniert, wie alles funktioniert. Das hat uns damals sehr geholfen. Dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar. Frigga habe ich vor 10 Jahren kennengelernt als lernende Frau, obwohl ordentlich marxistisch gebildet. Für Frigga ein Zitat von Bertolt Brecht, dem großen Dialektiker, aus dem Buch Metis, Buch der Wendungen. Ich zitiere, Metis sagte, es sei vorteilhaft, nicht nur vermittels der großen Methode zu denken, sondern auch vermittels der großen Methode zu leben. Nicht eins mit sich sein, sich in Krisen drängen, kleine Veränderungen in große verwandeln, das alles kann man nicht nur beobachten, sondern auch machen. Man kann mit mehr oder weniger Vermittlungen in mehr oder weniger Zusammenhängen leben. Man kann eine dauernde Veränderung seines Bewusstseins erzielen und anstreben, indem man sein gesellschaftliches Sein verändert. Frigga, Haug versucht beides nach der großen Methode, Klammer auf, der Dialektik, Klammer zu denken und zu leben. Und das heißt immer in Bewegung und immer in der Bewegung zu sein. Davon habe ich viel gelernt. Ich möchte aber aufgrund der knappen Zeit, die wir haben, möchte ich nochmal betonen, was Katja auch als Vorlage gemacht hat, die Dialektik als große Methode und die 4-in-1-Perspektive, darüber werden wir noch diskutieren können, immer aber gegen Dogmatismus und gegen marxistische Scholastik und immer in Bewegung. Ich stelle jetzt unsere 3 Referentinnen vor. Es ist Katja Kipping, die habt ihr schon kennengelernt, unsere Linken, Vorsitzende der Partei Die Linke, Bundestagsabgeordnete, und sie hat es schon zitiert, auf der ersten großen von Frigga initiierten Marxismus-Feminismus-Konferenz oder Feminismus-Marxismus-Konferenz hat sie in der Eröffnung sich geoutet und hat, wie vorhin erwähnt, gesagt, ich bin eine Femma. Und das auf 3 Sprachen. Eine feministische Marxistin, eine Marxistin im Werden, wie sie eben gesagt hat. Herzlich willkommen und wir freuen uns auch gleich wieder auf deinen Vortrag. Neben, in der Mitte, sitzt Daphne Weber. Daphne ist im SDS-Bundesvorstand für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, aber auch mit Feminismus beschäftigt. Mir fiel vorhin, als wir uns kennengelernt haben, Daphne aus der griechischen Mythologie, die Bergnymphe ein, die vom liebestollen Apollon verfolgt wurde, gejagt wurde und sich dann in einen Lorbeerbaum verwandelte. Das passt gut zum Feminismus.
Und dann möchte ich sehr, sehr herzlich Gayatri Spivak von der Columbia Universität in New York begrüßen. Auch sie arbeitet wie Frigga Haug daran, Marxismus und Feminismus zusammenzubringen. Ich habe sie mit einem fantastischen Vortrag über Staatsbürgerschaften auf unserer ersten, hier im Saal, unserer ersten marxistisch-feministischen Konferenz 2015 erlebt und viel gelernt. Liebe drei Referentinnen, seid herzlich willkommen. Unser Vorschlag ist, auch aufgrund der kurzen Zeit, dass wir jetzt jeder Referentin 15 bis 20 Minuten Zeit geben und anschließend eine Dreiviertelstunde für eine hoffentlich schöne, spannende Diskussion Zeit haben, wenn ihr einverstanden seid. So, wir beginnen mit... I'm very happy that Sibylla doesn't know what my name means. She did a thing with Daphne. Okay. Not a good meaning. Gayatri. Yes. It really does give me the greatest possible pleasure to be here, because this is an unusual thing for me, to be here to celebrate my comrade Frigga Haug. And she has always been an energizing force in my life, because there's always been a little, you know. My approach to her is respectful sublation of Hebung, as she herself described her approach to Klaus Holzkamp, offering an aufhebende Kritik. I take support from what Sibylla just said. Frigga Haug is indeed eine lernende Frau and therefore still young in her intellect and in her spirit. Tomorrow in my regular lecture, I will say something about the fact that we who are from other continents are obliged to take such an approach, not just to Marx. I was just in China talking about imperatives to reimagine the Silk Road, and there, in fact, I was offering this kind of a thing, not just to Fanon, but to everyone. I want to go back a bit and comment on a couple of things of Frigga's that I related to very strongly before. When Mario asked me to join the women who would speak for Frigga, I turned to some of her earlier texts that had energized me. I have a Frigga Haug folder. And I think my aufhebende Kritik would read an impassioned statement such as the following in the spirit that I'm trying to describe. I quote Frigga Haug in English translation. What is sought is a political constitution of life which, when carried out, would be enjoyed as truly vital, meaningful, engaging, joyful. This is not an immediate goal. It cannot be implemented here and now, but it can serve as a compass for our demands, as the basis of our critique, as hope, as a concrete utopia which incorporates all human beings and in which, finally, the development of each and everyone may become the precondition for the development of all. These are the concluding words of her manifesto for a more just life. I agree absolutely with this description of our task. But who is the we here speaking for the world? I too believe that employability is not the only criterion of human dignity, and have said so over and over again. And I join my voice, as does Frigga here, with the W.E.B. Du Bois, who said for the emancipated African Americans, of course they need food, shelter, and clothing, but also, and at the same time,
to communicate with the stars. But faced with the absolutely asymmetrical history of subject formation across the globe, for me, and I will repeat this, feminism must forever be an interruption of Marxism. A persistent sublating critique. I have trouble with European feminism, nothing personal. In fact, most of the European feminists I get along with themselves have troubles of various kinds with a merely European feminism. And in that context, I have never been troubled by Frigga Haug. I have always felt an absolute welcome. She has asked me to do things over the years that no one from Europe has ever done. I remember particularly the request to write something about being, and I quote her, an engaged feminist intellectual in 2009. To be recognized as an engaged feminist, not just an ethno-cultural agenda, to be recognized as an engaged feminist by Frigga Haug, I don't believe she understood how proud I was. I wrote her as sincere a response as I could, and what I wrote at the end of that piece is what I would respond to the passage that I just read. And I quote just slightly from me. I wrote to her, I started this essay with an invocation of the first instance. What I said was, how feminist am I in my salaried work? How engaged? How intellectual? It seems to me that our first instance of engagement is in how we have chosen to support ourselves, even if unwillingly, because with that support, we think we can be engaged feminist intellectuals outside. I often, many of you here do not suffer from that, but many of us do. I often think that feminism is in my bones, but what feminism is it that is in my bones? If I ponder about it in your pages, I wrote to Frigga, I will not be speaking about social engagement as a feminist. When it comes to social engagement, I repeat, you must think of how you have chosen to support yourself, because in spite of yourself, that is how you have, depending on what you have chosen, inserted yourself in the abstract circuit of capital, and the repercussions of your action determine your, quote, engaged work. And then, because those repercussions are most connected with paying income tax in the United States, where 58 cents in the dollar goes to defense, I quoted at length what I had written to the United States Internal Revenue Service to stop them from auditing me year after year, because I'm a foreigner. I have a 57-year-old green card. I'm not a US citizen. And I give money to a foreign country, which is India, to run schools like, you know, madrasas. And so I was under the inspection of the Department of Justice, and it was very boring. So I wrote them a very impassioned kind of thing, you know, stateless passport, this, that. Very impassioned, and that's what I quoted to Frigga, the justification. Those self-justifying words as to what Professor Spivak is doing, it's extremely amusing. I doubt that anybody has ever written such a thing to the Internal Revenue Service, but those self-justifying words do not have any place here. But I do want to go to the end of my piece for Frigga. Please make the necessary allowances. I should perhaps add that I feel the same kind of discontinuity increasingly in my teaching in the US. And so I wrote, yesterday I received an email from my beloved friend, Professor Rosalind Morris, that I have been neglecting sufficient publicity for an opera event that I organized in 2009 involving Toni Morrison, Asiya Jabbar, Angela Davis, Leila Ahmed, the New York City Opera, singers from Italy, all that I have, inexperienced that I am, brought together painstakingly over the last year, and simply because of the pull of the work in the villages, the village schools, not necessarily welcomed by those upon whom it is thrust, so that I can know for a possible and distant future audience how to keep on supplementing vanguardism. The idealistic view is, oh, they must love her, but that is not so. They're not dumb. I'm a ruling class person going in to teach. Why? As I mentioned above, apart from insisting whenever possible that the girls and the boys receive equal attention,
And some other interventions of which I cannot speak, I can do little at the level of the children. I have two wonderful women teachers, both of whom are from poor rural gentry, no longer so, this is 2009, uneasily cooperating against the deeply ingrained prejudices of their origins. I commend them in this. I may even go so far as to say I love them. On the level of the rural adult female population, there are the two wives of the adult males most active in these circles who had come forward in the beginning to befriend me by serving me hand and foot. They were women of good faith from the lowest stratum of village life. I let them sleep in my own bed under the same mosquito net, a most unusual, one-of-a-kind piece of behavior to which they acceded as absurd behavior. But I felt increasingly that I had to incur a lot of unnecessary expense so that they could come to the various schools really as a way to visit other villages that was not open to them, and that otherwise this was a convenience for cooking for all of us. With great ambivalence, at a certain point, I asked them not to come to the committee house anymore, and of course they were hurt. Yet my friendship with them continued because one of my schools was in their residential hamlets. I have now instituted the practice of inviting them at the final day's general training meeting for all the teachers, followed by lunch. They enjoy the fact that they sit in chairs with me, which would be unthinkable outside of that room, so I haven't really made any special change. They sit in chairs with me chatting while the men cook, and we point this out repeatedly laughing. Is this anything? The government has programs for quota women about which there is research and experience showing that although the practice should continue, it is at the moment so much in the hands of powerful men that it is the kind of supplementing that we are practicing that will change the situation in the remote to distant future. This is where I join with Frigga in her impassioned remark. It is not now. Examples of exceptional women can be brought forward. I congratulate them and befriend them when I can. But following Adrienne Rich's commencement address to Smith College in 1979, so long ago, I repeat the valuable lesson that exceptional tokenized women do not prove the rule. Otherwise, there are projects for so-called self-help groups toward opening individual bank accounts. Opening bank accounts as an end in itself so that they can keep borrowing from the bank and do their little all for finance capital. Opening bank accounts as an end in itself and then engage in tasks of cottage industry or general rural activities does not seem to me to be bringing in the sort of feminist systemic change that we are thinking about. In the meantime, the more energetic of the two women I'm speaking of, deeply cradled in reproductive heteronormativity, is often angry with me because I sacked one of her sons from the position of teacher, and so on. I won't go on with everything that I wrote to Frigga, but I said that I, with an absurd story, I end to show the limits of my single-issue feminism. And so I closed my remarks that way. And so I said to her, let my closing words be then my repeated frustration, also the condition of possibility for all my work now. I cannot generalize. You teach at the top and the bottom, and you engage in all kinds of activism here and there, and you're a citizen of the country where you are encountering all of this. You cannot generalize. Many more things have happened since then, so this is just a self-quotation relating to a sublating critique of my comrade, not a description of actual events. I join happily in the Marxist Feminist Congresses Frigga organizes and come forward to make suggestions rather than remain an outsider. This is also extremely unusual for me. I'm 76 years old. I do not have the time for everything. But Frigga's intervention seemed to me to be important enough for me to join and do what I can rather than remain an outsider. A couple of years ago, I had proposed that Congress should be, that Congress should be more decentralized. And she had accepted it happily. So in fact, just before I came up here, she said, you want to discuss, etc. Since then, I have been thinking as to how that could be possible. And I have realized that regular decentralization would involve the kind of work that Frigga undertakes in the broader European context. And we would have to work for the future where this difference would not be undone forever,
but would have become much more attenuated, because, think as I might, for decentralizing the Congress as it is now, I cannot venture forth beyond a certain degree of cultural continuity, academic cultural continuity, even class continuity. To repeat, I'm strongly supportive of the four-point program that in the age of automation, rather than create more jobs, existing jobs should be for fewer hours and equal pay or greater pay. When I'm in China speaking in halting Chinese to feminist workers in various areas, I am always disheartened to see that the workers are social scientists and that the work is often narrowly focused on income production. This is where Frigga and I are at one. Employability is not the only criterion that moves Marxist feminism forward. I'm also with her when she says that Marx, although many people would accuse us of liberalism, when she says that Marx, and I quote, expressed explicitly that the development of each individual is a precondition for the development of all. But I cannot agree with the goal of capacity building that she shares with the international civil society. My work for the last 30 years, mostly unsuccessful, has been in the training of the poorest children at those schools and the richest adults at Columbia University in the intuitions of the contradiction driving democracy. For they will vote. The contradiction between liberty, ipseity as autonomy, and equality, alterity as others who do not resemble me. And I don't here agree with my very dear friend Etienne Balibar's notions of égaliberté. My work has been going more and more in the direction of the textural training, which will be both individual and collective. In the spirit of this intervention, I would say to Frigga that it is not always quite true that academics do not like working for political parties, as she says in an exasperated voice, and I share her exasperation. In my case, if anybody knows anything about the situation of left parties and, in fact, women's movements in India, they will see that it's a different kind of situation we're talking about. At any rate, in my case, since, as I have said many times in public, I have always been associated with the frontier group, producing constructive critiques of the parliamentary left when the center or central government is not of the left. Therefore, I remain associated with them. Therefore, I will always work, and if I can build a team, as I keep trying to do, our work, not just mine, will always be to do the textural preparation of minds that can coalesce into a collective as the present vanishes. I want to say in closing one or two things about Frigga's memory work initiative. The similarity in our thinking here, the similarities are uncanny. Just as she asks, I quote in English, how we actually conform with existing power relationships in order to produce truth, and says this in terms of class and race, I say this daily in terms of caste and class. When I say to my students and supervisors in the outskirts of West Bengal, I'm your enemy, it is that style of memory work that I hope to be performing. For me, that relates also with an imperative to change the terms of psychoanalysis, where Traumarbeit was an extremely important directive. I have just been reading Freud's introduction to the analysis of Dora, and his complete complicity with the shame, the English translation totally ruins it. I'm capable of reading this in German, haltingly. His complete complicity with the shame of a man revealing a woman's secrets, and his self-defense with the patriarchal medical community for daring to do so, has really reminded me of the transformation of dream work, memory work, as it is working into the crisis of capitalism. And it is Frigga who is my model here. For me, feminism has always been an interruption of Marxism, as I said once. Because I cannot belong to the universality that Haug invokes in the passage I first quoted, I would like to cite here something that I said in this city at the powerful conference arranged by my friend Maria do Mar Castro Varela, who's sitting in the front row.
I was speaking about the Rohingyas who are being genocidally destroyed by the ethnic Buddhists in power in Myanmar. Human Rights Watch says that they are using rape as a weapon for genocide. I won't give you the long quotation, I'll just say that the legal case for the European Union and others to accept the fact that this is genocide so that they can be punished, the perpetrators, the legal case in terms of state responsibility is fairly straightforward, a matter of breaches of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of the UN General Assembly on 9th December 1948. A plain reading of the ordinary words shows that we have a prima facie case that this is genocide, but that is of course not the problem, and so on. But what I say in conclusion, and that's where the general plans stand for me, even if the law is passed, even if the perpetrators are punished, minds will not change. I work a good deal in South Africa, I work a good deal in the Balkans. Even if the laws, now forget about India, it's becoming a genocidal theocracy now. Even if the law is passed, minds will not change. Among the Rohingyas, as among their killers, you know, there's a Christian point of view that those who suffer are necessarily good is absurd if you're really politically involved. Minds will not change. Those who did the oppression are necessarily bad. That's a very bad, very different thing. Even if the law is passed, minds will not change among the Rohingyas, as among their killers and their top-down helpers. We are not yet ready to think of them in an old history, in a changeful historical geography, as citizens of a named space, as agents of the paradox of democracy that I've already described. This is the limit of my agency, or our agency perhaps. I want to be able to say that Frigga Haug's notion of memory work can take on this kind of effort. It can take it on board, that's its strength. This is why I will continue to work with and respond to her careful listening rather than deny her internationality. Happy 80th, Frigga. Let your powerful work continue to draw us into comradeship for many years to come. Thank you. Gerade noch geklatscht. Also, herzlichen Dank für diese schöne Geburtstagsrede. Und jetzt hat Daphne das Wort für eine zweite Geburtstagsrede. Ja, moin. Ich bin vom SDS, also vom Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband, das ist der Studiverband von der Linkspartei auch, komme also aus der Praxis. Und eigentlich stehe ich auch hier nicht alleine. Hier stehen auch Bettina Gutperl, Ines Schwertner, Jenny Funke-Kaiser und Alexandra Wischnewski. Die haben nämlich in einminütigen Videos Statements aufgenommen, was ihnen an Frigga Haug, an ihrer Theorie am allerwichtigsten ist und sie am meisten beeinflusst hat. Diese Videos strukturieren die Dramaturgie des Vortrags, die funktionieren aber nicht. Und deshalb lese ich jetzt einfach den Vortrag vor und sage immer, wann ein Video kommt, obwohl keins kommt. Ja. Also erst kommt ein Video von Bettina Gutperl und dann geht's los. Auf dem letzten Bundeskongress von Die Linke SDS im Dezember wurde beschlossen, dass bei Großveranstaltungen wie der Sommerakademie mindestens ein Diskussionspodium die Verhältnisse aus feministischer Perspektive analysiert. Ein Gegenargument der sich orthodox marxistisch verstehenden Gegner des Antrags war es, dass man damit Themen und Fragestellungen verbaue und ausschließe. Diese kleine Anekdote aus der politischen Praxis legt offen, was in weiten Teilen der Partei und der Studierendenorganisation auch nach 50 Jahren neuer Frauenbewegung immer noch angenommen wird. Marxistisch-feministische Analyse sei nur ein kleiner Teil, ein Orchideenthema bezüglich der zu analysierenden Verhältnisse, abgekapselt von den großen revolutionären Fragen der Umgestaltung der Gesellschaft.
Die Produktionsverhältnisse, werden wir Feministinnen belehrt, seien schließlich das Hauptproblem und nicht die Geschlechterverhältnisse. 200 Jahre Marx und 50 Jahre 68 bedeuten glücklicherweise auch 80 Jahre Frigga Haug. Zitat: Geschlechterverhältnisse als Verhältnisse, die die Menschen in der Produktion ihres Lebens eingehen, sind immer Produktionsverhältnisse, wie Produktionsverhältnisse umgekehrt immer auch Geschlechterverhältnisse sind. Die Doppelung der Produktion in die von Leben und die von Lebensmitteln war Ausgangspunkt der historischen Verselbstständigung der Letzteren zum System der Ökonomie und im Kapitalismus ihrer Dominanz über die Lebensproduktion, schreibt sie im Aufsatz Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse. Letztere verselbstständigen sich nicht nur zum System der Ökonomie, sondern auch zum präferierten, wenn nicht alleinigen Forschungsobjekt des tradierten Marxismus, wie auch zum fast ausschließlich adressierten Bereich gewerkschaftsorientierter Politik. Dabei finden sich im Marx'schen Werk schon gewisse Latenzen, die durch symptomatische Lektüre, wie es Louis Althusser nennt, als zu füllende Leerstellen herausgespürt werden müssen. In der deutschen Ideologie etwa hält Marx fest, dass bereits in der Familie ein erstes Eigentumsverhältnis vorherrsche, da der Mann über die Arbeit seiner Frau und der Kinder, damals noch Kinder, verfüge. Engels stellt erstaunt fest, dass 2/3 der Arbeiterschaft in englischen Baumwoll- und Flachsfabriken Frauen sind. Im Manifest sieht Marx, dass der Status der Frau als bloßes Produktionsmittel aufgehoben gehört und dass eine Wurzel für diesen Missstand in der ökonomischen Prägung der Kleinfamilie liegt. So offenkundig die Kritik an den Geschlechterverhältnissen aus diesen Beispielen spricht, so unverständlich erscheint es, dass eine Analyse weiblicher Arbeit als Doppelung von Lohnarbeit, Produktionsarbeit und Produktion des Lebens nicht erfolgt. Frigga Haug, Gott sei Dank, also Frigga Haug sei Dank, erkennt das ineinander verschränkte Herrschaftsverhältnis. Zitat: Zwei einander überlagernde Herrschaftsarten bestimmen den Fortgang der Geschichte. Die der Verfügung einiger über die Arbeitskraft vieler in der Lebensmittelproduktion und die Verfügung der meisten Männer über weibliche Arbeitskraft, Gebärfähigkeit und den sexuellen Körper der Frauen in der Familie. Zitat Ende. Die Frau ist immer das andere, das von dem nicht ausgegangen wird, gleichsam ganz Geschlecht, aber ohne eigene Sexualität und eigenen Willen. Der einzige Bezugspunkt alles Männliche, eine Logik desselben, wie Iriga Rei sagen würde. Frigga Haug schreibt weiter, Zitat: Das Ineinander von kapitalistischer Ausbeutung und einer Arbeitsteilung in überkommenen Geschlechterverhältnissen zeigt, dass kapitalistische Produktion unter anderem auf Frauenunterwerfung basiert. Zitat Ende. Der Kapitalismus benötigt also nicht genuin kapitalistisch organisierte Bereiche des Wirtschaftens, um zu existieren. Jede menschliche wahre Arbeitskraft muss letzten Endes auch wieder reproduziert werden und vor allem sie muss erst produziert werden. Geschlechterverhältnisse sind folglich Produktionsverhältnisse und somit kann man, Zitat, also nicht zuerst die Produktionsverhältnisse revolutionieren und dann erst die Geschlechterverhältnisse. Ende. Es muss ein Zusammen der Kämpfe gedacht und praktiziert werden. Das klingt überzeugend. Wo ist der Haken? Und wieso wehren sich die Frauen nicht? Wieso gibt es keine massenhaften Aufstände von Frauen, keine Streiks im Haushalt gegen die als minderwertig betrachtete Arbeit, die uns aufgrund eines verbiologisierten und essentialisierten geschlechtlich geteilten Arbeitsverhältnisses zugewiesen ist? Bevor ich mit Frigga Haug auf diese Fragen eingehe, haben eigentlich Ines und Jenny das Wort. Und sie sprechen im Video über die Opfer-Täter-These und die Methode der Erinnerungsarbeit, die eben schon angesprochen wurde. Video? Ende des Videos? Manche Soziologinnen sagen, das Verhalten von Frauen sei determiniert. Die Sozialisation der Mädchen zu Frauen sei dafür verantwortlich. Viele Genossen meinen, der Kapitalismus sei schuld und müsse daher überwunden werden. Beides ist so richtig wie für sich allein genommen falsch. Ein dialektisch gedachtes Zwischen muss angenommen und erforscht werden. Zitat. Also wenn ich Zitat sage, ist es eigentlich immer Frigga Haug. Zitat.
bei allen Unterdrückungszusammenhängen müssen die Tätigkeiten und Haltungen auch der Unterdrückten genau herausgearbeitet werden. Gehen wir davon aus, dass die Rede von der Unterdrückung der Frauen nicht bloße Phrase ist, sondern dass Frauen auch praktisch ein unterdrücktes Leben führen, so werden wir auch annehmen müssen, dass die Resultate einer solchen Praxis ihre Persönlichkeiten strukturieren. Zitat Ende. Das heißt, Frauen wirken durch reale Handlungen, durch die alltägliche Praxis an ihrer eigenen Unterdrückung mit. Es gibt objektiv die Entscheidung, sich nicht in ein Reihenhäuschen mit Vorgarten zurückzuziehen und am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilzunehmen. Es ist vielleicht schwerer, vielleicht wird der andere Weg belohnt. Und es ist anstrengend, sich nicht zu ergeben, wenn bei jedem Film im Kino, bei jeder Fernsehserie und auf jedem Werbeplakat die weiße bürgerliche Kleinfamilie propagiert wird. All das und natürlich auch der Prozess der Vergesellschaftung von Frauen prägt unsere Persönlichkeit und unser Handeln nicht nur, es strukturiert beides ganz wesentlich. Genau diese Persönlichkeitsstrukturen stehen uns bei einer Veränderung der Verhältnisse im Weg. Zitat: Wenn wir als Frauen etwas verändern wollen, müssen wir die Eingriffspunkte herausfinden, die uns fähig machen, selber zu handeln. Das heißt, für das Handeln müssen wir unsere eigene Haltung verändern und dies ist zugleich nur möglich als eine Veränderung der eigenen Persönlichkeitsstruktur. Zitat Ende. Die letzten beiden Zitate stammen aus Frigga Haugs in den 80er Jahren viel diskutiertem Text »Frauen, Opfer oder Täter«. Geradezu als Ketzerei, gar als neoliberal, wird in linken Organisationen auch nur die Erwähnung einer etwaigen Selbstveränderung verschrien. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, wird mit der Vehemenz eines Glaubensgrundsatzes moniert. Was heißt aber, das Sein bestimmt das Bewusstsein? Und wie ist Veränderung möglich, wenn das Sein als unveränderliche Struktur gedacht wird, die uns determiniert und die irgendwann mal mit einem großen Knall der Revolution einmal abgeschafft werden wird? Bringen wir das Sein bringt bestimmt das Bewusstsein doch mal mit einem anderen Marx-Text zusammen, so wie es Frigga Haug auch gemacht hat. Ich zitiere aus der dritten Feuerbach-These. Zitat: Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert werden. Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Zitat Ende. Selbstveränderung und Veränderung der Umstände fallen also zusammen, wie hier klar formuliert wird. Das heißt, dass der Part der Selbstveränderung, der revolutionären Praxis am Selbst, die zugleich die Umstände mitverändert und umgekehrt, dass man selbst von veränderten Verhältnissen nicht unberührt bleiben kann, einander bedingen. Die Veränderung der Verhältnisse aber und die Selbstveränderung sind die bisher sicher geglaubte Position verunsichernde Kraftakte und Krisen, die allein nicht zu bewältigen sind. Hier liegt die historische Notwendigkeit eines Kollektivs, beispielsweise des SDS, und mehr noch eines Frauenkollektivs, beispielsweise die feministische Sektion im SDS, das uns stützt, kräftigt, auffängt und einen Raum bildet, in dem durch Kritik die politische Praxis vorangetrieben werden kann. Die Erkenntnis aus dem Opfer-Täter-Text, dass Frauen an ihrer eigenen Unterdrückung mitwirken, hat schließlich also etwas Befreiendes und zur Handlung Befähigendes. Denn wenn wir an der eigenen Unterdrückung mitarbeiten, sind wir auch in der Lage, auf die eigene Befreiung hinzuwirken. Nicht andere befreien uns, nicht auf Stellvertreterpolitik verlassen wir uns. Wir machen unsere Politik selbst. So betrachtet sind Frigga Haugs Texte im Grunde eine Aufforderung, Zitat, Politik als Selbsterfahrung zu betreiben und somit die Bereiche gesellschaftlicher Produktion, aus denen Frauen ausgeschlossen werden sollen, zu erobern. Es geht nicht nur um Produktionsarbeit, so Lohnarbeit, sondern auch Kultur, Politik und so weiter. Um aber auch zu begreifen, wie, Zitat, sich die Gesamtgesellschaft durch die Leben der vielen täglich wiederherstellt, muss Wissenschaft betrieben werden. Die Wissenschaft ist hierbei weder neutral, sonst nähme sie nach Brecht die Perspektive der Herrschenden ein, noch sind Frauen in ihr nur Objekte, wobei wir eh das Problem haben, dass Frauen in der Wissenschaft meistens nicht mal als Objekte auftauchen.
Aus dieser Abwesenheit von Frauen in der Forschung lässt sich in den Worten Frigga Hauks zweierlei deduzieren. Erstens, Frauen sind in der Perspektive von Handelnden zu untersuchen. Und zweitens, Erforschte und Forschende sind eins. Das bedeutet, dass Frauen als Erforschte in den Wissenschaften sichtbar gemacht werden müssen, ganz nach dem Grundsatz von Rosa Luxemburg, dass die, Zitat, gesamte menschliche Kultur ein Werk des gesellschaftlichen Zusammenwirkens vieler, ein Werk der Masse sei und eben nicht Einzeltaten großer Männer, sondern kollektive, alltägliche Praxis. Es bedeutet allerdings auch, dass Frauen als tätige Subjekte selbst beginnen zu forschen, sich mit den Verhältnissen, sich selbst darin und dem spezifischen Ausschluss aus bestimmten Bereichen der Gesellschaft beschäftigen. Das Projekt Frauengrundstudium, FGS, das Frigga Hauk als kollektives Lern- und Lehrprojekt in den 70ern mitgegründet hat, versteht sich als Organisation eben dieser Forschungsprozesse. Diesem Projekt ist der SDS als Studierendenorganisation von der Form her am nächsten, im Ideal zumindest. Deshalb möchte ich kurz darauf eingehen. Das FGS wird als begleitendes Gegenprogramm zum Wissenschaftsbetrieb praktiziert. Eine organisierte Kritik des Kanons, wie auch ganz praktisches Instrument zur Fundierung politisch-feministischen Handelns. Zitat, wir wollen die Misere der Wissenschaft überwinden und gleichzeitig die Frauenbefreiung auf wissenschaftliche Füße stellen. Zitat Ende. Die Forscherinnen stoßen auf ein weiteres Problem, das die Wissenschaft abseits der Abwesenheit von Frauen in ihr hat. Es gibt einen Mangel an Erfahrung, an Forschung zur alltäglichen Praxis und damit auch an Verknüpfung zwischen Analysen der Gesellschaftsformation und des Lebens, in dem sich diese Formationen ganz materiell formieren und es strukturieren. Das Frauenkollektiv beginnt, Erinnerungsarbeit als Methode über jegliche methodologischen Grenzen hinweg in die Wissenschaft einzuführen. Das bereits ist ein revolutionär praktischer Schritt, denn nichts verärgert die Patriarchen der Wissenschaft so sehr wie das gezielte Übertreten der fachspezifischen Grenzen durch solche Akte zivilen Ungehorsams in der Wissenschaft. Was ich hier als zivilen Ungehorsam tituliert habe, könnte man mit Frigga Hauk auch als einen feministischen Eingriff bezeichnen. Das Kollektiv des FGS macht auch klar, dass allein die Forderung nach weiblich besetzten Lehrstühlen nicht ausreichen kann. Forschung muss vielmehr von unten praktiziert und kritisch gemacht werden, indem organische Intellektuelle des feministischen Projekts ausgebildet werden. Oder um es mit Gramsci zu sagen, eine bereits bestehende Aktivität erneuern und kritisch werden lassen. Sich der literarischen Form der Szene oder Kurzgeschichte bedienen, schreiben die Frauen ihre Erfahrungen auf, suchen nach dem, was verschüttet worden ist durch Verdrängung und bearbeitet werden die Texte dann kollektiv. Widersprüche werden sichtbar gemacht, die Handlungen in den Texten in die Krise geführt und die Texte wieder umgeschrieben. Durch die Verfasstheit als Texte und nicht als Formen von Oral History gelingt es, durch Distanz zu schaffen. Rauchende Leserinnen, würde Brecht vielleicht sagen, um Gewohnheiten zu begreifen und alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Geschichte als Produkt materieller Handlungen von Menschen wird somit als veränderbare gezeigt. Im Schreibprozess kann sich ihrer, der Geschichte, in der Tat des Schreibens und der Analyse bemächtigt werden, was die Autorinnen ganz real zu handelnden Subjekten werden lässt. Es geht schon lange nicht mehr nur um die Wissenschaft als Institution oder Superstruktur. Marxistisch-feministisch forschen heißt, Zitat, Praxen und Erfahrungen in ihren Formierungen begreifen, um zu Vorschlägen zu kommen, die über die fesselnden Formen hinausweisen. Zitat Ende. Die Produkte in Buchform, die daraus resultieren, heißen entsprechend Frauenformen. Allerdings sind die Produkte dieser Arbeit gar nicht so sehr das Spannende, wie ich finde. Es sind vielmehr die Forschungsprozesse, die in der methodischen Form der Erinnerungsarbeit sichtbar werden. Hier an diesem Punkt erklärt sich vielleicht auch die Einbindung von Videozeugnissen in diesen Vortrag eigentlich. Denn, Zitat, jede Theorie muss sich am Maßstab Praxis messen lassen. Zitat Ende. Des Weiteren ist feministische Forschung neben der Missachtung von Disziplingrenzen und Einbeziehung des Alltäglichen und der Prozesse in die abstrakte Theorie immer auch angebunden an ein konkretes politisch-soziales Projekt. Deshalb genügt es nicht, lediglich zu forschen, sondern die Kritik muss organisiert werden, mit Ausblick auf eine wissenschaftlich fundierte Utopie.
unter dem Leitgedanken, dass Transformation der Gesellschaft am Herrschaftsknoten, also der zueinander querliegenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse ansetzen muss, legt Frigga Haug auch hier mit der Vier-in-einem-Perspektive einen konkreten Entwurf revolutionärer Realpolitik vor. Revolutionär, weil er die Grenzen der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche überwindet und die Arbeiten in Gleichzeitigkeit verknüpft. Realpolitisch, weil er an den wirklichen Arbeitsverhältnissen basierend auf Teilung der Arbeit und damit im wirklichen Leben der Menschen ansetzt. Die zentrale Achse der Perspektive ist hierbei die Politik von unten. Zitat: Der Versuch, Menschen einen Weg anzubieten, wie sie nachhaltig die Bedingungen ihres Lebens gemeinsam gestalten können. Jetzt kommt eigentlich ein Video von Alexandra Wischniewski, die über Verschiebung der Fragen spricht. Video ist zu Ende. Ich möchte mit einer kleinen Standortbestimmung und Verschiebung der Fragen schließen. Wir sollten nicht müde werden, immer wieder neu zu klären, von welchem Standpunkt aus wir forschen. Einerseits als marxistisch orientierte Studierendenorganisation SDS und andererseits auch als Individuen. Wie vergesellschaften wir das Wissen, das wir uns aneignen? Wie entwickeln wir das Wissen weiter, wenn wir mit Frigga Haug denken, dass eine Aneignung immer ein Herausgreifen des nützlich Erscheinenden und seine Weiterentwicklung ist? Wie sieht das Wechselspiel von Kritik und Praxis aus und umgekehrt, wenn wir mit Frigga Haug beachten, dass Kritik Erkenntnis mit Praxis und Denken mit Handeln verbindet? Fragend, schreiten wir voran, alter Spruch, oder neuer, auch im Gehen, erkunden wir Wege. Danke für alles. Herzlichen Dank, Daphne. Wenn unsere weibliche Studijugend so viele von dir hätte, dann wäre mir nicht bange um die Zukunft. Es war ein unglaublich interessanter und guter Vortrag. Jetzt hat die Katja das Wort. Ja, ich möchte anfangs mich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken und konkret bei Mario, dass wir im Rahmen von 200 Jahre Karl Marx 80 Jahre Frigga Haug begehen können. Ich finde das auch ein angemessener Rahmen. Seit vielen Jahren fahre ich und viele andere zu Beginn des Jahres eine Woche zu Frigga Haug, um eine Woche dialektische Weiterbildung zu betreiben. Und vor einiger Zeit verabschiedeten die Männer in meinem Büro mich mit der Aussage, ja, wir wünschen Ihnen erholsamen Urlaub. Eine Woche dialektische Weiterbildung mit Frigga Haug und Männer in der Partei wünschen einem erholsamen Urlaub. Naja, den habe ich natürlich im Kopf gewaschen. Weil wer Frigga Haug kennt, weiß, dass sie nicht nur von sich selber viel fordert, sondern dass eine Woche Weiterbildung mit ihr hammerharte Produktion ist. Und zwar Produktion von Erkenntnissen. Aus Zeitgründen habe ich mich jetzt auf 3 reduziert, es war eine harte Auswahl. Der Weg wird beim Gehen erkundet, Nah- und Fernziele müssen verbunden werden. Zweitens, wir müssen können an den Widerständen wachsen, indem wir sie studieren. Und Fragen gilt es zu verschieben. Und drittens, Feminismus und Marxismus müssen in ein produktives Verhältnis gebracht werden. Zu den Nah- und zu den Fernzielen. Eine Erkenntnis aus den Unterhaltungen über den Sozialismus nach seinem Verschwinden, an dem sich auch Frigga und Wolf Haug beteiligen, lautet, Nahziele müssen mit Fernzielen, also mit einer größeren Perspektive, verbunden werden. Was heißt das praktisch? Dass wir natürlich um die Alltagssorgen wissen müssen, verankert sein müssen in den alltäglichen Auseinandersetzungen, aber immer darauf achten, dass wir uns nicht komplett verausgaben im Hamsterlaufrad der Abwehrkämpfe, weil man dabei ganz schnell die Orientierung verliert, man läuft dann nämlich nur noch an der Stelle. Also es kommt darauf an, dass jeder Schritt, den wir jetzt gehen und in Angriff nehmen, auch das Potenzial hat, eine Brücke in eine andere Gesellschaft, in eine bessere Zukunft zu sein. Bei Rosa Luxemburg heißt das dann revolutionäre Realpolitik. Frigga erzählt das übrigens nicht nur in einer Uni oder in Seminaren, sondern sie war auch bei der Linksfraktion und hat von revolutionäre Realpolitik vorgeschwärmt. War ein spannendes Erlebnis.
Das Problem ist dabei, dass man sich bei diesem Verbinden von Nah- und Fernzielen von einer linken Überhöhung verabschieden muss, nämlich von der Vorstellung, wir könnten am grünen Tisch einen Masterplan entwerfen und der müsse dann 1:1 durchgezogen werden, weil, und Frickas Buchtitel über den Marxismus-Feminismus bringt es ja ganz treffend auf den Punkt, der Weg wird im Gehen erkundet. Das macht es riskant, weil mal Hand aufs Herz, wir sind ja ganz schön verwöhnt. So ziemlich jeder hat ein kleines Navigationsgerät in seiner Tasche mit dem Handy und wenn man irgendwo hin will, Google Maps zeigt dir eigentlich idiotensicher, wo du lang gehen musst. Das Problem ist, den Weg zum Sozialismus, zur anderen Gesellschaft, den wird uns Google Maps nicht verraten. Dafür haben wir kein Navi, dafür haben wir maximal einen Kompass. Und das ist natürlich, wenn man so verwöhnt ist, ansonsten genau gesagt zu bekommen, wann man nach links, wann man nach rechts abbiegen muss, ein Abenteuer. Nur mit einem Kompass ausgestattet, sich auf eine Erkundung einzulassen. Aber auf dieses Abenteuer müssen wir uns einlassen. Zweitens zu den Widerständen, an denen wir wachsen können. Die linke Geschichte, die ist ja nun nicht nur eine Geschichte von Erfolgen und heroischen Momenten. Es gibt da auch den ein oder anderen Rückschlag. Darüber kann man verzweifeln, darüber kann man zur Flasche oder anderen Rauschmitteln greifen, darüber kann man zynisch werden, darüber kann man alle Energie darauf verwenden, sich gegeneinander zu die Köpfe einzuschlagen, wie das im Pergamon-Altar so schön dargestellt ist. Die Lektüre von Fricka Haug legt einen anderen Umgang damit nahe, nämlich, dass man noch im Scheitern, im Moment des Rückschlages, dieses genau studiert, um daraus noch mehr Erkenntnisse zu ziehen. Und Fricka predigt das nicht nur, sondern sie hat das selber auch praktiziert. Sie erlebte in Hamburg die Neoliberalisierung der Hochschulen. Was macht sie? Sie greift nicht zur Flasche, sie verzweifelt nicht, sie wird nicht zynisch. Sie verarbeitet das, indem sie 2 Krimis schreibt. Jeden nach seinen Leistungen, jeden nach seinen Bedürfnissen. Übrigens sehr packende Krimis und da ich gerne Krimis lese, kann ich die empfehlen, wie sehr viele Krimis, die bei Ariadne erschienen sind. Dieser Krimi beginnt mit einer Leiche auf dem Uniklo. Wer das war und wer dafür zuständig ist, habe ich inzwischen wieder vergessen. Aber es gibt eine Szene in diesem Krimi, eine Kollegiumsbesprechung, die sich mir wirklich ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und das beschreibt ganz wunderbar, wohin auch manchmal so gespielte Partizipation führen kann und wohin die Neoliberalisierung der Hochschulen begann. Da schlagen sich hochbezahlte Professorinnen die Köpfe ein, wie sie das bisschen Budget, was sie haben, verwenden für mehr Bücher oder doch noch für eine Reisekosten und so weiter. Und dass es aber eigentlich eine Mittelkürzung gibt, gegen die man den Widerstand organisieren müsste, fällt dabei komplett unterm Tisch. Also, von Fricka habe ich deswegen auch gelernt, dass es immer wieder darauf ankommt, die entsprechenden Fragen zu hinterfragen. Es reicht nicht allein zu fragen, was ist, oder sind die Menschen dafür oder sind sie dagegen? Man muss die Frage verschieben. Eingreifendes Denken und Handeln beginnt nämlich mit der Frage, was soll sein und was können wir tun? Und nun muss man sich ja als Politikerin manchmal auch Umfragen anschauen und was man nach Fricka gelernt hat, ist eben nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen und sich Fragen zu stellen wie, wie viel Prozent sind jetzt für eine Obergrenze und ab wie viel Prozent müssen wir unser Denken vielleicht oder unsere Ziele verändern? Nein, eingreifendes Denken heißt, was können wir tun, damit sich das ändert? Anlässlich eines früheren runden Geburtstages von Fricka habe ich in einer Lobpreisung geschrieben, sie war Feministin und Marxistin in einer Zeit, wo sich beide oft misstrauisch bis ablehnend gegenüberstanden und sie ist es heute in einer Zeit, wo es schon ein Verdienst wäre, nur eines davon geblieben zu sein. Ich sprach am Anfang darüber, aber da einige neu reingekommen sind, nochmal das Verhältnis von Marxismus und Feminismus war jetzt doch eher konfliktreich über lange Zeit. Und Fricka hat es vielen ermöglicht, sich nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade wegen dieser Konflikte als feministische Marxisten oder marxistische Feministen, kurz FEMAS, zu verstehen. Die Luxemburg hat einen Artikel von mir deswegen mit dem Artikel mit der Überschrift übersehen, FEMA statt Emma. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Wobei diese Vereinigung von Feminismus und Marxismus bei Fricka jetzt nicht als eine ideologisch verordnete Zwangsheirat angelegt ist, sondern es geht eher darum, die Widersprüche, die darin sind, produktiv werden zu lassen. Und ich will vielleicht nochmal dann doch ein Marx-Zitat haben, auf das uns auch Fricka gestoßen hat, nämlich
eins, was aus dem Kapital stammt, wo die Eigentumsfrage behandelt wird und wo es dann heißt, niemand sei Eigentümer der Erde, sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Die Erde den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen, dieser Grundsatz wurde, glaube ich, in vielen Staaten, die sich auf Marx berufen haben, mit Füßen getreten. Und dieser Grundsatz zeigt uns heute, wie sehr Naomi Klein recht hat, wenn sie sagt, wir müssen uns entscheiden, Klimaschutz oder Kapitalismus. Also ich weiß, wofür ich mich entscheide, für den Klimaschutz. Und Frigga Haug führt diesen Gedanken dann weiter und sagte das mal so dahin. Und auch aus ökologischer Sicht brauchen wir eine Sichtung aller Tätigkeiten darauf hin, welche überhaupt noch notwendig sind. So was sagt die einfach so dahin. Das ist natürlich eine Zumutung. Für alle, die auf Wachstum sind und die sagen, Arbeit um jeden Preis und so weiter, ja. Aber wenn man ein paar Mal mit ihr gesprochen hat und Texte gelesen hat, hat man wirklich Freude an solchen Zumutungen. So, dieses Zusammendenken von Marxismus und Feminismus mündet ja dann bei Frigga Haug in der 4-in-1-Perspektive. Und das jetzt schon spät ist, frage ich einfach mal in die Runde, ist hier eigentlich noch irgendjemand im Raum, der die 4-in-1-Perspektive nicht kennt? Oder mal anders gefragt, wer kennt die 4-in-1-Perspektive, der könnte jetzt aufstehen. Wir machen mal ein bisschen Bewegung um die Uhrzeit. Also wer kennt die 4-in-1-Perspektive, der kann jetzt aufstehen. Super, wunderbar. Danke für diesen Moment, jetzt so ein bisschen der Kreislauf wieder in Schwung. Ich spare mir jetzt zu erklären, was die 4-in-1-Perspektive ist. Die, die das nicht wissen, haben, glaube ich, gesehen, wer aufgestanden ist. Ihr könnt die dann befragen und die Katja? Aufgestanden... Kleiner Werbeblock. Morgen live, Frigga, Workshop 24. Wunderbar, soweit diese Sendung wurde finanziert durch Product Placement. Und wer nicht bis morgen warten will, kann einen derjenigen fragen, die jetzt aufgestanden sind. Da kommen auch viele von euch dann in die Situation, im besten Sinne organische Intellektuelle zu sein. Ich will nur sagen, diese 4-in-1-Perspektive hat mich begeistert und viele andere auch. Jetzt nicht sofort alle innerhalb meiner Partei. Und wo kommen wir denn dahin? Das müssen die Leute doch unter sich regeln. Das ist ja esoterischer Kram. Gehörte eher zu den freundlichen Einwänden. Und ein Höhepunkt dieser Debatte bestand dann darin, dass ein männliches Mitglied unseres Parteivorstandes sage, also wie man am Tag 4 Stunden für Haus- und Familienarbeit verwenden kann, das sei in schleierhaft. Waschmaschine anstellen, Geschirrspüler anspielen, das würde doch jeweils nur 5 Minuten dauern. Nun könnte man darüber verzweifeln, dass die Reproduktionsarbeit, die Care-Arbeit auf 5 Minuten Waschmaschine anstellen reduziert wird. Wir haben das mit Humor genommen in der Dialektikgruppe, weil wir natürlich wissen, es geht dabei um was anderes. Es geht um so viele Dinge, füreinander da sein. Das heißt ja nicht nur Kinder zu windeln und zu füttern, aufeinander zu achten, Familienfeste durchzuführen, für den Nachbarn da sein. Kurzum, es geht darum, der Wärme zwischen den Menschen Raum im Alltag zu geben. Für mich ist das ein wunderbares Leitbild und vieles, so vieles steht der Verwirklichung dieses Leitbildes im Wege. Die real existierende Erwerbsarbeitswelt, ein Wirtschaftssystem, das auf Profit und Konkurrenz aufgebaut ist, die real existierende politische Praxis, die kulturelle Prägung wie Geschlechterrollen und ja, auch der Topos der affektiven Überarbeitung stehen denen noch im Wege, weil wer was auf sich hält, ist gestresst und darf möglichst wenig Zeit für Muße haben. Verheerend. Also jede Woche gleich viel Zeit haben, nicht nur für den Job, sondern auch für Familie, für politische Einmischung und für Muse. Das erscheint vielen noch Appetit, es macht aber auch zugleich vielen Appetit. Und einige in meiner Partei meinten nun, mit sowas, und sie sprechen das dann immer so mit ganz spitzen Fingern aus, das sei ja alles schön und gut, aber mit sowas ließen sich ja keine Wahlen gewinnen. Schwerwiegendes Argument für eine Partei, ja, wo Wahlprozente eine gewichtige Währung sind. Ich habe deswegen dann mal im Wahlkampf die Probe aufs Exempel gemacht. Wisst ihr, Wahlkampfreden sind so, da muss man so sagen, wir wollen 12 Euro Mindestlohn mehr, Ausrufezeichen, Punkt, Pause, Beifall. Und alle sind, ist auch eine wichtige Forderung, 12 Euro Mindestlohn. Aber jetzt vielleicht noch nicht revolutionäre Realpolitik. Ich habe deswegen im Wahlkampf in verschiedensten Orten in Einkaufspassagen, tief im schwarzen Bayern, ja, angefangen, über die Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern zu reden. Also ich habe natürlich auch über 12 Euro Mindestlohn und sowas gesprochen.
Aber ich dachte, wenn man jetzt schon mal so viele Menschen hat, kann man ja darüber reden und habe das dann oft versucht zum Ausdruck zu bringen und erklärt, dass man da was umverteilen muss und habe das meist beendet mit Aussagen wie, ja, als Mutter einer kleinen Tochter weiß ich, wie wunderbar, wie sinnstiftend diese liebevolle Familienarbeit ist. Und ich meine, liebe Frauen, wir dürfen diese tolle Arbeit nicht weiter den Männern vorenthalten. Auch Väter sollten das Recht haben, jede zweite Windel zu wechseln, jeden zweiten Tag das Kind aus der Kita abzuholen und jeden zweiten Abend vor dem Einschlafen dem Kind etwas vorzulesen. Das dürfen wir den Männern nicht länger vorenthalten. Es meint er, was passiert war. Es gab immer so einen Moment, aha, und dann gab es Beifall. Und das Lustige war, selbst im tief konservativen Bayern in einer Kleinstadt, das war nicht die urbane Milieu, sondern Bayern, Kleinstadt, begann der Beifall von Männern, die da saßen. Ich fand das sehr ermutigend und möchte Frigga danken, dass sie nicht nur mich, sondern viele immer wieder ermutigt hat, uns auf solche, ja, uns Zumutungen auszusetzen, uns mal solchen Experimenten auszusetzen, dass du uns ermutigt hast, diese Kämpfe in Zeit zu führen, ganz im Sinne eines guten Lebens für Männer und Frauen gleichermaßen. Und das in dem Wissen, dass wir dafür so vieles grundlegend ändern müssen, dass wir ran müssen an die Knotenpunkte, ja, dass wir die Verhältnisse zum Tanzen bringen müssen. Fangen wir damit an. Alles Liebe für dich, liebe Frigga. Ich danke diesen wunderbaren Frauen sehr, es ist schön, sie als Freundinnen zu haben und auch, dass sie so darüber gesprochen haben, dass das, was man versucht hat, wo man auch Irrtümer hat und Fehler drin, und ich hörte das an manchen Sätzen, die sie zitieren mit Jubel, dachte ich, um Himmels Willen, ich muss viel mehr noch aufpassen auf jeden einzelnen Satz, sie werden ihn mitschreiben und weiter vertreten. Also, danke ich euch wirklich sehr, dass ihr mir gezeigt habt, dass das, was ich so viele Jahre versucht habe, nützlich ist. Und deswegen verspreche ich, noch weitere Jahre etwas Nützliches zu tun. Na, wir nehmen dich beim... Möchte jemand diskutieren? Oder wollt ihr Wein trinken? Weil die Vier in einem Perspektive hat ja auch die Muße. Und ich habe ja schon den kleinen Werbeblock gemacht für morgen, 24, Workshop 24. Ich frage aber mal nach, weil eine Provokation ist natürlich das, was Daphne von Frigga zitiert hat: Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse. Und das war für mich die Brücke, die produktive Brücke zwischen Marxismus und Feminismus. Und damit verbunden die zwei Zeiten. Und das alles könnt ihr morgen diskutieren und erfahren im Workshop 24. Frigga guckt schon ganz genervt. Frigga, ich war heute in einem Workshop, da kam ich nicht mehr rein, da hing nach 10 Minuten Verspätung ein Schild, Veranstaltung geschlossen wegen Überfüllung. Ja, das, weil zu viele Leute da drin waren. Aber Frigga, es ist nie ein Geburtstag ohne ein kleines Geschenk. Das suche ich gerade jetzt. Und wir feministischen Frauen sind ja eigentlich gefeit vor Metaphysik. Und das haben wir von Wolf und Frigga gelernt,
das Schlimmste ist, metaphysisch zu denken. Aber ein bisschen Aberglauben geht doch, oder? Und deswegen habe ich Frigga. Habe ich Frigga ein kleines Geschenk mitgebracht, nämlich ein, was ich gerade in meinem blöden Rucksack für 3 Tage nicht finde, aber ich finde es gleich, nämlich einen kleinen Schutzengel aus schwarzem Stein, einen goldenen, und ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Du kriegst das Geschenk gleich. Dass wir noch viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Und ich sag mal, ich wünsche mir, dass wir gemeinsam einen gemeinsamen Geburtstag feiern können, wie im letzten Jahr bei Theo Bergmann. Das war auch eine runde Zahl. Und da waren wir zusammen bei dem alten Marxisten und China-Fan Theo Bergmann und er wurde 100. Also, möchtet ihr noch diskutieren oder geht ihr alle in den Workshop? Workshop. Und ich suche mein Geschenk. Herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Halt, es gibt noch Wortmeldungen. Ich weiß nicht, ob es eine Diskussion auslösen würde. Wenn es eine auslöst, dann würde ich mir wünschen, dass es wirklich ganz konstruktiv wird und eine offene Antwort darauf, weil ich einfach darüber zu wenig weiß. Ich finde die 4 in einem Perspektive, ich verfolge das eine Weile schon, finde ich großartig, weil für mein Gefühl alle wichtigen Aspekte von Leben, das was Leben ausmacht, darin enthalten sind. Ein kleines Aber, und das soll jetzt in die Frage münden, ist, als ich mich vor einer Weile mit der Frauenbewegung, aufkommenden Frauenbewegung Ende der 60er, Anfang der 70er etwas befasst habe, wurde nochmal deutlich, dass ja in dieser Zeit, Ende der 60er und in den 70ern, es intensiv diskutiert wurde, dieser Streit zwischen, ist es ein Hauptwiderspruch oder Nebenwiderspruch? Lohnarbeit und Kapitalverhältnis und so. Meine Frage geht einfach darauf hinaus, ist es ganz und gar überwunden? Und wie weit wird diese 4 in einem Perspektive auch in dem, was wir vielleicht heute noch nennen können, autonome Frauen bewegen, autonome Frauenszene, wie weit wird das da auch aufgegriffen und diskutiert? Oder gibt es da noch irgendwelche Differenzen, so wie es die in den 70ern gegeben hat? Also das fände ich einfach schön. Ich glaube, dass nach allem, was ich jetzt gehört habe, dass da ganz viel Bewegung ist und ganz viel Offenheit auch gegenüber anderen Positionen. Und ich wüsste es aber einfach gerne, ob das ganz überwunden ist, was da an Differenzen in den 70ern war. Im Workshop wird darauf geantwortet. Ich mache es nur ganz kurz. Ich entschuldige mich. Ich kann nämlich nicht wirklich sprechen, weil ich heute eine Zahnoperation hatte mit irgendwelchen grässlichen, vereiterten Röhren überall. Und insofern mache ich es morgen. Dann bin ich ausgeschlafen und es geht wieder. Ist das okay? Wir sollten vielleicht morgen den Raum wechseln und hier tagen. Mit dir. Da hinten war aber noch eine Frage. Noch eine Frage. Ja. Also der Haupt- und Nebenwiderspruch, den gibt es nicht mit der 4 in einem Perspektive, um das gleich mal zu sagen. Und das war eine böse Sache von den Jungs. Okay, mir wurde gesagt, ich soll die Frage trotzdem stellen.
Also, wir machen jetzt Schluss. Oder gibt es noch eine Frage? Da war noch eine Wortmeldung. Alles andere morgen im Workshop 24. Habt einen schönen Tag und vielleicht trinken wir noch ein Glas Wein. Also, nee, ich will nicht, aber da hinten waren halt noch Fragen und die lassen es jetzt, weil alle aufstehen. Also ich wollte es nur, wenn du, es ist halt blöd, wenn du mit den Leuten hier so